Wir wollen ja heute über Yutaka Takanashi sprechen. Magst du ihn erstmal kurz vorstellen? Ja gut, Yutaka Takanashi gehört eigentlich zu den Großen der japanischen Fotografie, der japanischen Fotografie der Nachkriegszeit. Er hat in den 60er Jahren als Profifotograf angefangen, hat Werbefotografie gemacht, hat damals schon in jungen Jahren Preise gewonnen und ist dann in den 68 Mitglied einer Gruppe geworden, die wohl das wichtigste japanische Foto der Zeit gegründet hat. Ja. Vogue Magazin. Das Provoke Magazin, das war eine Zeitschrift, richtig? Ja, das war eine Zeitschrift, eine ganz kleine Zeitschrift mit einer sehr geringen Auflage, ist auch nur in drei Ausgaben erschienen. Also eigentlich vom Printrun unbedeutend, von der Wirkung her hat das jemand mal mit der Atombombe in der japanischen Fotografie verglichen. Das Magazin hat damals japanische Fotografie komplett revolutioniert mit einem neuen Stil. Und bekannter als Takanashi oder ein Kollege von Takanashi ist dann später hinzugekommen, auch Daido Moriyama, der eigentlich beiden großen Stars neben Araki Fotografen dieser Zeit. Ja, die Verbindung ist so manchmal so ein bisschen schlecht. Ja, so jetzt ist vielleicht, ich hoffe, ein bisschen, genau, immer ein bisschen näher ran. Ja, und also der Takanashi und Daido Moriyama und wer war da noch dabei? Nakahara, glaube ich, ne? Ja, Das die drei. das war auch dabei ein Otaki, ein Autor, der dann später auch Fotografien gemacht hat und vor allem noch ein weiterer Fotograf, der entscheidend wurde, war Nakahira. Okay. Nakahira ist dann später ein bisschen verschwunden. Der hat psychische Probleme gehabt, hat auch in der Zeit dann sein gesamtes Archiv zerstört und ist vor Okay. wenigen Jahren aufgetaucht. Ja, und die haben dieses Magazin selber gemacht, wie so ein Produzentenorgan, oder gab es da einen Verlag, der da auch sich engagiert hat oder einen Das Verleger? war im Selbstverlag, Texte selbst geschrieben, Bildauswahl selbst gemacht. Das war auch ein sehr kleinformatiges Magazin, mehr so im Taschenbuchformat ist das ausgegeben worden, wo die Fotografen, die hatten das auch unter ein Thema gestellt und die Fotografen haben dazu ihre Bildgeschichten beigetragen. Und es ging, also ich meine, weil der Titel schon sagt, es ging auch tatsächlich darum, ja, die Gesellschaft zu provozieren. Ja, das war ja in der Zeit der radikalen gesellschaftlichen Umwandlung, ähnlich Also wie wir reden jetzt von 68 von in 18 Japan, in Tokio. in Paris, in den großen internationalen Städten, wo es Studentenunruhen gab, wo es die Forderung nach neuen Lebensformen gab, nach neuen sozialen Lebensbedingungen, auch nach neuen wirtschaftlichen Bedingungen, ist diese Zeit entstanden. War jetzt per se ein politisches Magazin, sondern immer haben quasi mit ihrer eine neue Sicht auf die Welt. Ja. Fotografie vorher in Japan war, dass das alles perfekte Techniker waren, die Fotografen großen Kameras beherrschten, Papier konnten. Takanashi hatte das auch gelernt, aber Daido zum Beispiel, Daido Moriyama gar nicht so. Und jetzt hat man die Kamera verkantet, Blick auch eishart geprint. Von Daido Moriyama gibt es Print, unsauber produziert waren. Bei war es dann so, dass er die Straßen gestrichen, die anderen aus dem Auto fotografiert. Ferdinand, das ist irgendwie, du bist immer ständig weg. Kannst du mal gucken, Ja, ob ich nehme es jetzt du einfach jetzt. mal in die Hand, vielleicht geht es dann besser. Ja, das ist irgendwie jede zweite Silbe ist dann weg, dann kann man das so schlecht verstehen. Ja, Genau. ich hoffe, so geht es besser. Ja, versuchen wir es mal. Also, es wäre nur schön, weil das ist Ja, ein ja. bisschen.
Also die haben halt dann die Kamera in die Hand genommen und haben irgendwie alles fotografiert, was ihnen unter die Linse kam, und haben sich eigentlich dann auch nicht mehr an irgendwelche Gesetze von Fotografie gehalten. Ja, das war die Idee. Das ging jetzt nicht mehr darum, ordentliche, saubere Bilder mit dem Motiv im Zentrum zu machen. Ging auch nicht mehr darum, ein Narrativ aufzubauen, eine Geschichte zu erzählen, dokumentarisch zu sein. Also zu sagen, schaut her, so geht es den Menschen auf der Straße, so geht es der ländlichen Bevölkerung oder so sieht es in Betrieben auf, sondern es ging davon, um Impressionen einzusammeln. Aber mit einem Blick, der radikal neu war. Also es ging, eigentlich war die Technik eigentlich das Vehikel für einen neuen Blick. Also okay. Es wird ja immer auf die Technik verwiesen, rau, unscharf und out of focus. Ache, Bude, Bucke. Ja, und vielleicht sollten wir auch gleich was angucken, damit wir nicht so theoretisch bleiben. Aber dazu noch eine Frage von mir. Haben die denn auch, wie viele, die so eine richtige Erneuerung programmatisch anstreben wollten, auch Texte dazu geschrieben? Also sowas wie Manifeste auch verfasst? Oder ist das Bilder gegangen? Ja, also Takanashi überhaupt nicht. Der war jetzt kein Manifestschreiber. Aber Nakahira Takuma hat dazu ganz wichtige Texte geschrieben. Für eine neue Welt, die kommen sollte, wurde da gefordert. Eine neue Sicht auf die Dinge. Also es wurde auch, und von Koji Itaki, dem Literaten, also auch als Autor textlich begleitet. Ja. Also ich glaube, was jetzt auch ganz wichtig ist, also wir reden im Moment noch über Provoke. Und Provoke ist Magazin, was, glaube ich, in 3 oder 4 Ausgaben irgendwie erschienen ist. Da fangen wir von 1968 an. Und da war der Takanashi halt auch dabei, hat halt auch einige Fotografien dazu geleistet. Aber worüber wir eigentlich heute sprechen, ist eigentlich das Hauptwerk von Takanashi. Und das ist erst 1974 herausgekommen, richtig? Ja, 1974. Also obwohl Takanashi schon da relativ lange im Business war, hat er 1974 erst sein erstes Buch rausgegeben. Ja. Toshi-e oder auf Englisch Towards the City, auf Deutsch würde man das so besetzen, in die Stadt, in Richtung Stadt. Das schauen wir uns jetzt mal an, da gehen wir jetzt mal hin, aber ich hole die Handschuhe, weil das immer so ein bisschen sensibel ist. Wieso so spät, wieso liegen da so viele Jahre dazwischen? Also man hat eigentlich, das Buch ist ein ganz besonderes Buch, wie wir gleich sehen werden. Er hat das im Selbstverlag rausgebracht und das besteht aus 2 Büchern. Ja, einen Moment, nicht so viel verraten. Moment. Ja, okay. Also, das ist das Meisterwerk. Also, das heißt hier: Toshi-e. Towards the City, und das heißt Toshi-e. Und Fotos bei Takanashi, Takanashi. Ja. Und da gibt es ja auch diesen ganz berühmten Designer, der da auch mitgearbeitet hat. Wie ist der Name nochmal? Weißt du das noch? Da muss ich jetzt nachgucken. Das war, jetzt habe ich gerade ein Loch im Kopf. Fällt mir gleich ein. Sag ich gleich nochmal zu. Ja. Also entscheidend war tatsächlich, dass Takanashi das Buch nicht designt hat, sondern der hat die Fotos abgegeben und hat das Buch dann designen lassen. Und das hat halt diesen schönen Karton und dann dieses großformatige, handwerklich exzellent produzierte Buch gemacht mit diesem runden Spiegel da drauf. Wo man quasi, kann man einerseits natürlich das Symbol Japans nehmen, die rote Sonne auf der Nationalfahne, aber in diesem Fall sieht man ja selbst. Ja, so, also da ist jetzt halt dieses Buch. Ja. Und dann leg das mal bitte hier auf den Tisch. Dann schauen wir uns jetzt erstmal das Buch an. Genau. Und ich würde vorschlagen, weil das wäre total interessant, wenn du jetzt einfach mal durchblättern würdest und Ferdinand spricht weiter darüber. Ja, also das Buch ist, Takanashi hat dieses Buch komplett im Selbstverlag produziert. Das war extrem teuer in der Auflage, ich meine 1000. Und hat die Kosten eigentlich nie wieder eingespielt für dieses Buch, weil der das ist in einem Tiefdruckverfahren gedruckt worden, ein Verfahren, was es heute, wo es eigentlich fast keine Maschinen mehr gibt weltweit dafür, um überhaupt noch solche Bücher zu produzieren. Und das fängt an, wenn man genau hinschaut, aus einer Sequenz von beinahe identischen Bildern, die immer eine Strandszene zeigen. Ja. Und
Das ist im Grunde ein filmischer Verlauf, als würde man einen Film langsam aufblenden. Aus der ja. Weite entsteht jetzt langsam das Bild einer Szene. Okay, wie so ein riesen Daumenkino in Zeitlupe, ne? Ja. Blätter mal weiter, weil das ist ganz, die Sequenz ist vor allem so wichtig dabei. Ja, das ist dieses quasi, das ist das Filmische in ein Buch übertragen, das einen so reinzieht in diese Szene von, das zum Beispiel auf den ersten Blick relativ schwierig zu erkennen, dieses Bild, das sind so Strandbebauungen zum Schutz gegen Tsunamis. Ja. Die Betonblöcke. Man sieht dann hier eine angefangene Brücke aus dem Auto fotografiert, diagonal aufgebaut, eben dieses grobe, grobkörnige Out of Focus, das hat dieses Druckverfahren noch verstärkt. Ja, und ich meine, was ich musste halt jetzt so viel in den letzten Tagen an Takanashi denken, auch dieses Menschenleere, diese Landschaften, die da so erscheinen. Also ich meine, ich möchte natürlich jetzt nicht alles irgendwie nur mit dem Coronavirus in Verbindung bringen, aber also das hat ja auch irgendwie den Auslöser damals gehabt, dass der so ein Buch gemacht hat, dass es mit der damaligen Umweltverschmutzung in Japan irgendwie einherging, oder? Ja, also als Hintergrund, Japan war damals, hat ja eine ähnliche Geschichte nach dem Krieg wie Deutschland gehabt, dass der totalen Zerstörung der amerikanischen Besetzung dieser rasende Wiederaufstieg und die Industrialisierung in Japan von einem Agrarland zu einer der führenden Industrienationen unter dem Einfluss der USA. Hier sehen wir zum Beispiel Coca-Cola-Signee. Und während also Japan sich selbst feierte, zeigt Takanashi ein ungeheuer düsteres Bild von Tokio und dem Umland von Tokio. Die Menschen quasi hier, eigentlich ein Bild, ein Motiv einer Modenschau, die wie Aliens auftauchen, düstere, leere Straßenszenen, Beton ist unheimlich viel zu sehen. Also eine Umwelt. Die Reihenfolge ist so abstrakt, ne? Dass man eben sowas Konkretes sieht aus irgendeinem Ereignis und dann wieder so eine große Stadtlandschaft. Es ist nicht irgendwie linear erzählerisch, sondern springt so in den von einem Bereich in den anderen, oder? Ja, das Bild entsteht quasi zwischen den Bildern. Im Durchlauf entsteht so ein Gesamtandruck, ohne nur den Versuch einer Narration. Ja. Das ist unglaublich faszinierend. Also ich habe das jetzt auch lange nicht mehr gesehen. Ja, man sieht schon an diesem unheimlich dicken Papier und dann diese grauen Rückseiten. Das ist einfach ein wahnsinnig toll gestaltetes Buch. Also handwerklich schon, allein vom Buchdruck her, von der Buchdruckkunst her, ein absolutes Meisterwerk. Ja. Ja, da könnte man wirklich jede einzelne Seite einrahmen. Ja. Ja, und durch den Druck kann der auch so, durch diesen Tiefdruck können der auch so voll in die Schwärzen reingehen. Das war, diese ganzen Menschen in diesen Kostümen, das war tatsächlich eine italienische Modenschau, die er dort fotografiert hat, wo die Menschen aber hier, wo es nicht mehr um die Mode geht, sondern eben um dieses Alienhafte, diese Isolation der einzelnen Menschen. Und er war gebürtig aus Tokio? Heute heißt es Shinjuku, ja, also einem der großen Stadtteile Tokios. Er ist ein Tokioter. Und ist das auch speziell auf Tokio als Stadt mit Besonderheiten bezogen oder könnte das auch eine andere Stadt sein? Das könnte theoretisch auch Osaka sein. Das sind ja die beiden großen Stadtzentren. Aber das Japan zeichnet sich ja dadurch aus, dass Tokio einen solchen Sog entwickelt hat, dass quasi die gesamte Jugend und junge Bevölkerung aus dem Land nach Tokio geströmt ist, um dort in den Fabriken und den Department Stores zu arbeiten. Also hier, wo wir gerade Department Store sehen, hier ein Kind, was sich ein Puppenhaus anschaut. Also das Thema ist auch, was immer wieder auftaucht, ist der Konsum, die Konsumgesellschaft, amerikanische Barbie-Puppen. Also ein großes Thema der japanischen Fotografie, auch von dem Übervater der japanischen Fotografen Shomei Tomatsu, ist ja die Amerikanisierung der japanischen Kultur. Und bei Takanashi, er spricht das nicht explizit an als Kritik, sondern es taucht immer wieder Coca-Cola auf, Barbie-Puppen, andere Motive der japanischen Kultur.
Was dann eben hier so am Rande auftaucht, ist eine Familie im Auto. Das ist natürlich das Symbol des Wirtschaftswunders, ähnlich wie in Deutschland. Mhm. Aber es heißt ja auch Toshi-e, es heißt ja auch Towards the City. Also es ist auf der einen Seite diese Hinbewegung zur Stadt, auf der anderen Seite irgendwie auch die Landflucht. Ja, und es zeigt eigentlich, er spricht auch über eine Gegenbewegung, die Stadt, die das Land, das immer mehr zur Stadt wird. Das ist auch so ein Subtopic in diesem Buch, dass eben das Land immer mehr verstädtert, dass die reine Natur verloren geht, dass Japan quasi mit Beton überbaut wird. Schon faszinierend, das jetzt nochmal zu sehen. Eigentlich irgendwie dann auch schon wieder, also man momentan, man muss wirklich aufpassen, dass man nicht alles auf die aktuelle Situation bezieht, aber wenn die Menschen so unheimlich nah zusammenrücken und die Städte immer größer werden, immer dichter und immer mehr die Natur zurückgedrängt wird, dann ist das hier auch schon angelegt, ne? Ja, das... Das damals schon und diese fotografische Strömung hat es dann auch schon versucht, da schon Bilder für zu finden. Ja, in diesem Fall zeigt er ja quasi die Stadt als Ort, wo Menschen gar nicht mehr leben können. Das ist, glaube ich, das Besondere in dieser Fotografie, wo die Menschen eben alle, und das passt vielleicht zu Corona, die Menschen sind alle isoliert und vereinzelt, wo wir rein gezwungen werden. Das hat er schon in Tokio gesehen, dass die Menschen halt als Individuum existieren, als Individuen, die eigentlich wenig untereinander Verbindung haben. Und was ja auch spannend ist bei dem Buch, dass sich da auch die Bilder wiederholen, ne? Also mehrfach. Ja. Ne? Also hier haben wir jetzt zum Beispiel auch nochmal dieses Motiv, das wir eben schon im Querformat gehabt haben. Und dass die immer wieder nochmal neu irgendwie auch benutzt werden, um irgendwie eine Sequenz dann auch nochmal anders zu zeigen. Und eben die Subtilität, wenn man diese Seite sieht, da sieht man jemand in einem Baseball-T-Shirt, in Baseball-Klamotten auf so einer Strandmauer sitzen. Also wieder der Verweis, aber man sieht es eigentlich erst, wenn man es anspricht, dieser Verweis auf die amerikanische Kultur, die japanische droht zu überformen. Ja. War denn vor diesem wichtigen Buchprojekt, also oder vor dieser diesem Provoke-Movement auch schon in Japan wie in anderen Ländern eben das Publizieren von Fotobüchern ganz wichtig für eine künstlerische Fotografie? Oder ist das auch damit so in Japan begründet worden? Also das Thema Fotobuch ist in Japan ein ganz besonderes und überhaupt nicht vergleichbar mit westlicher Produktion. Im Westen war es so, dass das Hauptkommunikationsmedium für ihre Fotografen in der Regel die Ausstellung und die Zeitschriften waren. Also wir haben ja die erste Fotosammlung, hat ja das MoMA schon begründet. Und es wurden eigentlich immer schon, auch in den 20er Jahren, 10er Jahren des letzten Jahrhunderts, große Fotoausstellungen gemacht, die ganz wichtig waren für die Fotografen. In Japan gab es dieses dezidierte Ausstellungs- und vor allem auch das Galeriewesen nicht. Und das Hauptkommunikationsmedium war und ist das Buch. Und so denken die Fotografen auch anders in Bildern. Also die denken im Grunde in den Sequenzen fürs Buch und nicht im Einzelbild. Das ist, und deswegen ist das Buch, hat das auch diese ungeheure künstlerische Höhe erreicht, weil das Ziel der Fotografen ist, eben tatsächlich die Bilder im Buch zu publizieren und zu kommunizieren. Und hier sehen wir jetzt wieder die Sequenz am Ende des Buches. Während wir quasi die Aufblende am Anfang hatten, haben wir jetzt die Abblende. Das Meer ziemlich bedrohlich im Vordergrund, schräg. Im Hintergrund sehen wir eine Industrieanlage, die so langsam in der Dunkelheit versinkt. Ja, da mussten wir damals, haben wir da schon drüber nachgedacht, über diese Sequenz bei dem Tsunami. Ja. Wirklich, sehr dystopisch, was der Takanashi da so gemacht hat. Ja, in der FAZ stand mal, dass er in eine
noch kommende Zukunft geschaut hätte mit diesem Buch. Also eben dieses Voraussicht hatte, auf die Zukunft Japans zu schauen oder die Tsunami und die großen Veränderungen in Japan. Aber was natürlich unheimlich spannend ist, es gibt noch ein zweites Buch in diesem Buch. Das ist ja genau. Das heißt Notebook. Also ja. Schauen wir mal vorne aufs Etikett drauf. Ne, das Tokyo Gin heißt übersetzt Tokyota oder Menschen in Tokio. Ja. Und das ist eine Serie, die ist vor den anderen Bildern entstanden. Also die Bilder, die wir gerade gesehen haben, sind im Grunde aus der Provoke-Zeit hauptsächlich von 68er bis 74 entstanden. Und diese Serie ist schon Mitte der 60er Jahre in Tokio entstanden. Und das Design ist ganz bewusst gewählt worden, dass man hier nämlich das tatsächlich wie ein Notebook gestaltet, wie ein Notizbuch, so gelbe Papierseiten. Das Papier hat auch eine ganz andere Anmutung, wenn man das anfasst. Ja, und wir sehen ja dann auch die... Notizbuch hat er ja auch hier abfotografiert. Ja, genau. Da sind dann die Notizen, seine Gedanken zu dem Buch drin. Und wir sehen da auch wieder ein paar Bilder, die wieder auftauchen. Auch das von dem, was wir gerade schon gesehen haben, dass er Bilder verdoppelt. Ja. Das Bild haben wir zum Beispiel auch schon gesehen. Aber die wirken ganz anders, weil das Format ja ist, das Papier, der Druck sieht ganz anders aus. Hier, das ist zum Beispiel in einem Avantgarde-Theater, einem Beatles-Film, der vom Publikum bejubelt wird. So Mode als Sinnbild für Alltagskultur kommt auch immer wieder vor, ne? Ja. Mode, junge Menschen, die ziemlich haltlos oft auftauchen, ziellos. Die kleinen Angestellten, die sogenannten OL oder Office Ladies in den genormten Kleidungen, die auftauchen, also der japanische Mittelstand. Und manchmal hat man das Gefühl, eben wenn so... wenn irgendwie ein Motiv unspektakulär ist, dann hat das so was Spontanes. Und das ist aber jetzt schon fast wieder so eine rasant gestaltete, also diese Diagonalsicht, das hat so was... ja, man sieht, dass der einfach ein sehr breites Instrumentarium hatte. Also einerseits hat er da ja als Dokumentarist gearbeitet, ist auf die Menschen gegangen, zeigt die in Gruppen, immer wieder vereinzelt, aber dieser Blick, der Aufbau in den Diagonalen, diese Trostlosigkeit, die ist quasi hat er schon vor Provoke auch formuliert. Also zum Beispiel hatte er denn auch irgendwie einen Bezug zu dem neuen Sehen der 20er, 30er Jahre? War ihm das auch bekannt? Also darüber ist mir doch sehr stark, ne? Ja, also darüber ist mir nichts bekannt. Also was wir wissen, ist, dass die japanischen Fotografen und Künstler generell eigentlich die gesamte westliche Fotografie kannten und alle Entwicklungen der Zeit kannten. Ja. Also vor allem die hauptsächliche Fotoproduktion der Zeit, die zentralen Bücher sind ja damals in den USA entstanden und die wichtigsten Ausstellungen. Ja, das hatte ja dort, die USA haben ja da Deutschland quasi als Initiator abgelöst. Hier zum Beispiel das kleine, das ist dann ein Tempel, eine Tempelanlage, die Frau, die amerikanische Zigaretten raucht und das Kind, das eine Ray-Ban Sonnenbrille auf hat. Also immer wieder diese Verweise auf die japanische Kultur. Und wie ist das mit dem Takanashi dann so weitergegangen? Wie weit ist der rezipiert worden dann später? Also das war so, dass dieses Buch interessanterweise sein erstes war und es wird immer wieder bezeichnet als Höhepunkt und als Endpunkt der Provoke-Ära. Uh-huh. Also er hat quasi das Magazin mitbegründet und hat dann eigentlich die letzte große Publikation dieser Ära damit gemacht. Provoke ist ausgelaufen, die Gruppe war schon vorher in Auflösung, die
Zeit der radikalen Erneuerung in Japan ging schon eigentlich 69 zu Ende. Uh-huh. Während die Studentenproteste, die auch eine Besetzung der Widerstand gegen des Neubaus des großen Flughafens bei Tokio wurde mit Polizeimitteln damals radikal niedergeschlagen. Und damit war eigentlich diese Aufbruchzeit vorbei. Und die Japaner haben sich dann entschieden, fast generell sich aus der Politik zurückzuziehen und in den Konsum zu gehen. Mhm. Und Takanashi hat mit dieser auch seinen fotografischen Stil dann auch radikalst geändert. Das zeichnet ihn im Grunde aus, dass er für eine neue Sichtweise dann danach auch eine vollkommen neue Fotografie formuliert hat. Mhm. Aber und er ist dann auch Fotolehrer geworden, also er wurde quasi mit Moriyama und den anderen eine der prägenden Gestalten der japanischen Fotografie. Interessanterweise ist so, dass er allerdings im Westen erst ganz, ganz spät rezipiert wurde. Ja, und dafür dann sehr heftig. Also wir hatten ja damals, wir haben ja festgestellt, dass der eben, was war der, der Fotokina ist ja dabei gewesen. Ich glaube, der Fritz Gruber hat ihn einmal irgendwie eingeladen. Da war, kannst du dich erinnern? Da waren ja, ja einige Arbeiten. Ja. Und die Frau Gruber hat ja auch noch davon erzählt. Und dann ist er auch im Hamburg, ne, im Kunst- und Gewerbemuseum in Hamburg. Da, die haben noch jetzt kürzlich eine Ausstellung gemacht. Ja. Ja. Das war so die sehr frühe Rezeption auch schon hier in Deutschland. Mhm. Und dann, ja, was ist dann passiert? Also in der Tat war es so, dass japanische Fotografie schon vereinzelt gezeigt wurde. Fritz Gruber war ja einer der zentralen Gestalten weltweit, der die Fotografie der Welt vorgestellt hat. Und hat auf einer Fotokina Anfang in den 70ern, 80ern, das Datum muss ich nachgucken, eine Sektion japanische Fotografie gehabt. Ah, ja. Aber das ist damals überhaupt nicht im Westen als irgendwas Besonderes wahrgenommen worden. Uh-huh. Also das hat stattgefunden, ist registriert und vergessen worden. Uh-huh. Und das hat sich ja auch 1974 gab es in MoMA schon eine ganz große japanische Ausstellung, die auch für interessant gefunden und vergessen wurde. Und so ist das eigentlich bis in die 80er, Ende der 80er, Mitte der 80er passiert, als dann die japanische Gegenwartsfotografie in den Westen kam mit Sugimoto und Araki, der Nobuyoshi Araki, der Aktfotograf, der ja vor allem in Deutschland vorgestellt wurde damals. Und unter anderem im Museum Folkwang. Und erst in den 90ern, in den 2000er Jahren ist ja dann eigentlich das große Interesse weltweit in die japanische Fotografie überhaupt wirklich entstanden, mit tiefgreifendem Interesse, mit den ganzen Forschungen, mit den ganzen Ausstellungen. Und auch der Fotomarkt ist ja dann quasi explodiert in Bezug auf japanische Fotografie. Ich habe jetzt gerade noch eine Frage, bevor ich das kleine Buch auch wegtue und wir einige Originale anschauen können. Also in Japan blättert man ja eigentlich die Bücher in einer anderen Richtung als bei uns im Westen, wo man von links nach rechts schreibt. Und diese beiden konnte man aber im Grunde jetzt so hochkant blättern. Und das bedeutet, dass man sie genauso gut eben im Grunde rückwärts halten kann. Ne? Wir würden ein Buch mit dem rechten Daumen normalerweise fächern. Ja, man fängt immer da an, das ist ganz einfach, man fängt da an, wo der Titel ist. Also in Japan ist man da flexibel bei den Büchern. Traditionell werden die von rechts nach links gelesen und nicht von links nach rechts. Aber wenn der Titel auf der linken Seite ist, liest man es von links nach rechts wie im Westen. Mhm. Also der Künstler gibt quasi oder der Autor gibt das vor, wo auf welche Seite der Titel und auf welche Seite das Impressum setzt, den Abspann setzt. Also es ist kein Hinweis darauf, dass das vielleicht schon mit einem Hintergedanken an ein internationales Publikum so... Nee, überhaupt nicht. Also das Buch ist 1974 entstanden, als die japanische Fotografie, wie gesagt, im Westen, in der westlichen Wahrnehmung absolut nicht existierte. Und vielleicht noch kurz zum Abspann, das Design ist von Yoko Tadanori, dieses Buches. Er ist einer der wichtigsten japanischen Designer überhaupt, der auch andere Hauptwerke der japanischen Fotobücher mitgestaltet hat. Ich bin jetzt hier mal gerade zu dem Büchertisch gegangen, aber ich wollte doch erzählen, dass wir damals dann auch, wann war das? Das war 2012, ne? Da gab es dann genau 2012, ups, wo bin ich?
Genau, da gab es nämlich dann die große Ausstellung von Yutaka Takanashi in der Fondation Cartier-Bresson, wo wir auch mitgeholfen haben, dass die zustande gekommen ist. Und das war dann eine sehr schöne, sehr große Übersichtsausstellung, die damals wahnsinnig viel Presse bekommen hat. Und da gab es dann auch die Farbfotografien von ihm. Und hier sind übrigens die Provokhefte auch, kann man die sehen. Und dann hat der Roland Angst hier auch mit uns zusammen hier dieses Buch gemacht, Yutaka Takanashi. Und dann gab es hier in dieser Reihe von, hilf mir mal, Ferdinand, Books on Books. Ja. Hatte, wie heißt nochmal der Name? Das ist quasi ein Reprint von Toshi E. Books on Books ist ja jeweils eine Serie, wo ein Buch quasi in verkleinerter Form wiedergegeben wird. Ja. Es sind ja in den letzten 10, 20 Jahren sehr viele japanische Fotobücher auch wieder neu aufgelegt worden oder als Facsimile Reprint erschienen. Das ist allerdings bei Toshi E nicht möglich. Der Aufwand von Toshi E, dieses Buches, was wir gerade gesehen haben, oder diese beiden Bücher, das zu drucken, war so groß. Und wie gesagt, die Technik gibt es heute nicht mehr. Das Toshi E-Buch ist einfach nicht wirklich reproduzierbar. Ja, und dann haben wir ja noch damals an die Tate eigentlich ja jedes Bild aus diesem Buch veräußert. Die haben dann so ein Artist Room mit Yutaka Takanashi gemacht, wo sie dann irgendwie jeden Abzug, also neue Abzüge, also alle Abzüge, die jetzt hier in dem großen Buch gewesen sind, in der größeren Form und alle, die in der kleinen gewesen sind, unten drunter gezeigt haben, was natürlich auch ganz fantastisch gewesen ist. Und jetzt schauen wir hier uns noch ein paar Originale an. Ich meine, die schöne Haptik irgendwie der Fotografien kann man natürlich jetzt so nicht sehen. Aber das sind jetzt halt alles auch Arbeiten aus diesem Buch Toshi E. Dieses Bild ist zum Beispiel so ein kleiner Einblick. Das sind Jugendliche am Bahnhof Shinjuku, also die man damals ja als Hippies bezeichnet hat. Ja, und hier ist dann auch so ein Original von dem Bild, was wir auch natürlich eben in dem Buch... Ja, eine Demonstration im Hintergrund mit der Polizei, die zuschaut. Ja. Also es gibt dann schon Verweise auf das, was passiert ist, aber immer sehr zurückhaltend. Mhm. Und so ein Begriff wie Street Photography, kann man den auch anwenden auf das, was... Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich Street Photography im wahrsten Sinne des Wortes. Dieses Streifen durch die Stadt und die Bilder zu suchen, ne, in diesem Fall. Und bei Provoke war ja auch Sexualität, spielte auch eine große Rolle. Kannst du dazu auch noch mal was sagen? Gerade habe ich es nicht verstanden. Was spielt Sexualität spielte ja auch eine große Rolle, die Befreiung im sexuellen Bereich. Ja, also da finden wir jetzt bei Takanashi tatsächlich nichts in seinen Publikationen zu dem Thema. Das taucht zum Beispiel bei Daido Moriyama auf oder bei Shumei Tomatsu, dass eben in einer hochkonservativen Gesellschaft Japan, die ja noch viel zurückhaltender war als viele westliche Gesellschaften, dass da Sexualität plötzlich fotografiert und zum Teil offener gezeigt wurde. Aber das ist, wie gesagt, bei Takanashi nicht so ein Thema gewesen. Also man hat bei ihm das Gefühl, dass er eher Abstand zu den Menschen gehalten hat. Ja. Aber hier haben wir jetzt so ganz wunderbare Zibakrom-Prints, Farbfotografien, die man ganz schlecht jetzt hier zeigen kann, wenn sich das dann sofort immer spiegelt, wenn man sie hochhält. Die haben eine unglaubliche Brillanz und Strahlkraft. Das sind aber dann auch spätere Arbeiten, oder? Die Arbeiten sind auch sind Anfang der 80er Jahre entstanden. Da hat er die kleinen Tokyota Bars fotografiert und dokumentiert. Er ist im Grunde gewechselt von der Street Photography nach Ende von Provoke zu einer
stärkeren Form der dokumentarischen Fotografie, um zu zeigen, was ist oder was dabei war zu vergehen. Okay. Und die Provoke-Fotografie war ja tatsächlich per se zu 99% schwarz-weiß. Und Takanashi hat dann quasi Schwarz-Weiß-Fotografie für diese Serie komplett verlassen und in Farbe eben produziert. Wobei, wie schon gerade angesprochen worden, die Prints in den Cyberchrome, es sind neuere Abzüge, allerdings auch in einem Verfahren. Cyberchrome gibt es nicht mehr. Das sind quasi, das Labor hat, glaube ich, 6 Monate, nachdem es diese Prints erstellt hat, zugemacht. Ach ja, dann haben wir ja noch die Ausstellung gemacht im Le Bal mit den großen Farbfotografien. Ja. Das war aber dann nochmal eine andere Serie als das, was Genau. Der Wechsel war dann, da sehen wir jetzt hier dieses eine Bild von diesem Ladengeschäft. Dazu gibt es auch ein großformatiges Buch. Das Buch heißt Machi oder Stadt. Und nachdem er quasi die düstere Zukunft von Tokio in Toshi-e dokumentiert hat, also quasi ein etwas, was eigentlich ein Widerspruch, ein Paradox in der Fotografie, etwas zu zeigen, was kommen wird, was Fotografie eigentlich gar nicht kann, aber was er in Toshi-e formuliert hat, hat er jetzt den Blick zurückgezeigt mit Machi, mit einer großformatigen Kamera, mit einer Plattenkamera, hat er jetzt bis ins Detail die alten kleinen Geschäfte fotografiert. Ja. Und da ging es jetzt darum, das untergehende Tokio wiederzugeben. Das Tokio, was dabei war, zu verschwinden. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob diese Mappe hier auch mit Machi zu tun hat, oder? Nee, das... Aber hier finden wir das vielleicht. Ah ja, hier, genau. Ja, das ist das. Das sind diese Bilder. Ja. Dass wir damit zum Beispiel mit den roten Feuerlöschern, also er arbeitet sehr unheimlich subtil mit Farbe. Die Farben haben einen sehr, sehr schönen Ton. Das ist so eine Farbigkeit, die so leicht gedämpft ist, die so einen nostalgischen Unterton zeigt. Und durch diese ungeheure Präzision kann man tatsächlich, wenn das auch größere Abzüge sind, die winzigsten Schriften in den Auslagen lesen, alles erkennen en Detail. Das ist quasi schon fast eine Form der Trauerarbeit, die er hier geleistet hat. Das alte Tokio, der kleinen Seitengassen, der kleinen Lädchen, der kleinen Shop-Owner, der traditionellen Handwerker, die Süßigkeiten und Kimonos und solche Sachen verkauft haben, die dabei waren, einfach in dieser neuen Betonwüste unterzugehen. Ne, dieses blaue Bassin da, wo dann für die Kinder Goldfische gekauft werden konnten in Plastiktüten. Also ich finde, das in jedem Bild ist das so spannend zu sehen, dass dann immer so was ganz Neues, sehr Farbiges irgendwie auftaucht. Ja. Genau, so diese Plastikwanne dann in Blau oder überall sind immer irgendwelche kleinen Details von heute, die dann immer in ganz anderen Farbton gehalten sind. Ja, er setzt immer farbige Marker mit Blau und Rot oft in den Bildern, die ihn dann dick anziehen. Ja, und diesen schönen Spruch der Anwesenden, der Abwesenheit. Also er hat ja eine Technik, die wir auch schon von früheren Fotografen kennen. Man hat ja das Gefühl, dass die Besitzer oder die Einkaufen in den Laden gerade vor 10 Sekunden verlassen haben. Das ist ja der Verweis, die Läden sind menschenleer und trotzdem aber voll mit Leben. Ja. Ah ja, jetzt ist das Machi. Ja, schön, Ferdinand, super. Ich glaube, du hast uns jetzt nochmal einen ganz tollen Einblick gegeben und uns nochmal daran erinnert, was wir alles so gemacht haben. Das hat ja auch jetzt im Zusammenhang mit unserer Galeriegeschichte, 20 Jahre Galerie Prisca Pasquier, wir haben sehr viel gearbeitet mit Takanashi. Und es ist jetzt schön, irgendwie das auch nochmal wieder aufleben zu lassen. Und ich denke, wir werden dich demnächst nochmal wieder kontaktieren und dann gerne mit dir über Daido Moriyama sprechen, zum Beispiel, wenn du Lust dazu hast.
Vielen Dank, Ferdinand. Das war super. Ja, was Dank. Hast du für ein Bild da im Hintergrund? Was ist das bei dir? Ich sitze bei uns im Coworking Space, im Theaterpost. Okay. Und wie geht's dir so in der Corona-Zeit? Hat sich für dich viel verändert im Moment? Kannst du rausgehen? Bist du mit Menschen zusammen? Ich wohne ja in einem besonderen Haus mit 40 Leuten zusammen, mit Terrassen. Deswegen fühle ich mich eher wie in einem sehr schön angenehmen Hotel über den Dächern von Aspen. Okay. Und ihr könnt aber untereinander, dürft ihr auch Kontakt haben? Ja, dürfen wir, wobei einige das die Älteren nicht mehr machen. Also die haben gezogen. Und wir haben halt hier Social Distancing, halten wir auch an. Ja. Und das ist jetzt so eine Wohngemeinschaft, ein alternatives Wohnen? Oder wie muss man ja, das sagen? Projekt heißt Generation Kulthaus. Das ist einmalig in Deutschland, wo es ein großes Haus ist mit fast 50 Leuten, der Jüngste ist 23, ein Auszubildender und die Ältesten sind in den 70ern, quer durch die Schichten, quer durch Altersklassen. Jeder kann einziehen, es gibt keinen Filter soziologisch oder politisch oder spirituell, sondern das Haus wird über eine Hausverwaltung vermietet und jeder, der hier einziehen will, kann einziehen. Dadurch ist das Haus sehr lebendig, extrem divers. Okay, sehr viele Gemeinschaftsräume. Wir haben eine riesen Lounge mit einer Küche. Wir haben zwei große Terrassen, Medienraum, Billardraum und solche Sachen. Also es geht darum, dass wir quasi zusammen leben, aber nicht müssen. Also das Angebot ist da. Man kann machen, was man will, solange man den anderen nicht auf den Zeiger geht. Also unter Einbehaltung so Grundregeln des Zusammenlebens. Aber alles ist möglich, aber nichts muss. Okay. Und das bietet sich jetzt natürlich an, während Corona, dass wir jetzt auf der Terrasse Yoga machen morgen, solche Sachen. Ja, fantastisch, super. Also wir sind deshalb, haben das Privileg, nicht alleine zu sein. Ja, das, was ja sehr viel wert ist in diesem Fall. Ja. Wir benutzen ja hier im Moment die Galerie als Home-Galerie-Office sozusagen. Mhm. Das ist eigentlich auch ein sehr großes Privileg, 400 Quadratmeter zu zweit zu bespielen. Na gut, mein Lieber, das war ganz toll. Ganz herzlichen Dank und gerne. Bis bald. Ne? Danke dir. Dann tschüss.